Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Project Ascension. Wir sind noch unterwegs mit unserem Arcane Boomer und wir sind hier im Sumpfland. Und wir haben hier einige Quests, die wir jetzt, denke ich mal, locker erledigen können. Hier einmal Krokodile killen und hier oben Blue Jill Murlocs killen. Das ist jetzt erstmal der Plan. Also, let's go. Was wir auch machen müssen, ist uns irgendwann wirklich nochmal über unsere Talente Gedanken. Weil sowas wie Essen herbeizaubern, glaube ich, brauchen wir jetzt doch nicht mehr so. Das heißt, wir müssen da vielleicht nochmal ein paar Talente irgendwann rausnehmen und umändern. Und auch der Imp wird halt irgendwann nicht mehr gut für unseren Bild sein. Aber jetzt, gerade am Anfang, hilft er doch ungemein. Gut, wo sind jetzt hier die Krokodile? Hier müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein, weil genau da wollen wir nicht landen. Okay, nehmen wir uns einfach als erstes der Murlocs an. Und machen die fertig. Ich hoffe ja noch auf ein paar nette Drops. Das wäre natürlich auch noch super. Aber das kann sein, dass das auf sich warten lässt. Oh, was sieht denn da, mein Auge? Da ist eine Kiste. Die wollen wir uns natürlich schnappen. So, sehr gut. Die geben uns Knie sehen, das ist nicht so cool. So, die können wir aufmachen. Ein paar Sachen drin, vor allem auch Handschuhe mit Stärke und Agility. Das brauchen wir nicht. Aaron, was mir auffällt, die ganzen Murlocs hier hinten zählen gar nicht für die Quest. Das heißt, wir müssen wieder eher vorne zu den Dörfern. Aber wir trinken vorher noch was. Baumang. Gut, gut. Genau, die normalen Murlocs müssen wir töten. Healing Pot, das ist sehr nice. Haben wir sogar schon zwei von diesen großen Heal-Pötten. Jetzt hier richtiger Guerilla, Arcane Guerilla. So aus dem Wasser heraus. Und dann bam, zugeschlagen. So läuft das bei den, bei der Arcane Guerilla. Da ist auch Gobbler. Da ist auch Gobbler. Ach komm, wir schnappen uns den. Der dürfte jetzt auch mitkommen. Aber... das ist kein Problem. Perfekt. So, was haben wir hier in der Truhe? Stamina Strength. Stäbchen. Okay, jetzt ist die Frage, wie viel Stamina macht das hier? 3. Und auf dem Stäbchen ist wie viel drauf? 7 Stamina und Spell Haste. Okay, dann nehmen wir den Stab.
Gar keine Frage. Einen Murloc müssen wir noch killen, okay. Das waren aber dicke Hits. So, und dann die Krokodile. Die setzen auch keine große Herausforderung. Oder stellen uns vor keine große Herausforderung, eher gesagt. Die sind aber auch schon ein bisschen weit unter uns, aber lieber ein bisschen vorsichtiger unterwegs als zu übereifrig. Ich denke, wir werden schon noch früh genug an das Limit unseres Charakters kommen. Dementsprechend killen wir schnell die Krokolisken, nehmen deren Häute und gehen dann zurück in die Stadt und geben die Quests ab. Let's go. Dieser Schwimmbuff ist ganz witzig. Damit sind dann auch Quests unter Wasser nicht ganz so nervig wie in normal WoW. Und man bekommt hier die Titan Scrolls hinterher, die kann man benutzen. Und hier haben wir jetzt Swim Speed Increase 200%. Das ist super gut. Und halt die Breath Time. Das hilft uns gerade ungemein hier im Sumpfland, die Krokodilhäute zu bekommen. Weil in dem kleinen See neben der Stadt sind so viele Krokodile. Aber damals hat man das ungern gemacht, weil man dann immer im Wasser unterwegs war. Haben alles und dann können wir jetzt schnell in die Stadt schwimmen und die Quests abgeben, Sachen verkaufen und Kram erledigen. Dankeschön. Uiuiui, da gibt's gute Sachen. So, jetzt müssen wir große Krokodile jagen und nochmal in die Murloc-Camps. So, wir müssen nochmal eben ein paar Talente verteilen. Wir nehmen noch Arcane Focus dazu, was uns Hit gibt und dass unsere Spells weniger Mana kosten. Das hilft uns auf jeden Fall ein bisschen beim Mana-Sustain. Dann wollen wir Conjure Food verlernen. Ja. Dann haben wir dadurch noch eine Ability-Essenz mehr. Dann möchten wir auf jeden Fall eigentlich auch Arcane Explosion demnächst lernen. Arcane Intellect wäre halt auch noch ganz nice. Kostet aber 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich die im Moment investieren will. Weil wir kriegen bald auch noch hier Presence of Mind und so. Da müssen wir nochmal abwarten. Ich denke, ich werde erstmal nochmal die Punkte so behalten. Oder wir könnten uns sowas wie Mage Armor dann auch holen für Defense. Mana Shield ist auch ganz nett für Defense. Da müssen wir aber mal noch genau gucken. Bleiben wir erstmal so und machen jetzt die Quests weiter. Klappt ja im Moment sehr gut. Wir haben einen Blink zum Wegkommen. Wir haben zur Not einen Heal. Also passt das alles. Wir werden mal einfach die Talentpunkte sparen. Ich habe eigentlich noch eine ganz gute Idee, denke ich. Moment. Schamane. Kriegst du Schamane? Water Shield könnten wir uns holen. Da hätten wir dann vielleicht ein bisschen weniger Probleme mit Mana. Das holen wir uns mal. Nehmen wir mit rein. Da kriegen wir ein bisschen Mana wieder. Zumindest im Moment. Wie gesagt, wir können auch später einfach Skills verlernen. Aber wir nehmen jetzt erstmal alles, was uns hilft beim Leveln. Noch eins. Sehr gut. Noch eine Haut. Nice, haben alle. Okay. Dann wollen wir zurück nach Minotil. Zurück zur Stadt, Quests abgeben und hoffentlich ein Level-Up haben. Speed.
So. Hier, bitteschön. Was kriegen wir? Spirit Stamina Hosen oder Stamina Umhang? Wir nehmen, denke ich mal, den Umhang. Weil da haben wir noch einen weißen. Das ist ziemlich gut. Da will ich nicht lügen. Schön. Hier kriegen wir, glaube ich, noch einen anderen Stab, ne? Ja, wir nehmen den Stab. Vielen Dank. Und Level 30. So. Jetzt möchten wir uns eine Combo holen. Und zwar möchten wir Arcane Mind haben. Increase your total intellect by 4%. Also your spells deal 1% more damage, but cost 2% more mana. Das holen wir uns als erstes. Und dann holen wir uns im Dudu-Baum hier Lunar Guidance. Increase your spell damage by 3% of your total intellect. Und das wird jetzt erstmal durchgeskillt. Und später kriegen wir auch noch Moonkin. Ist mir aufgefallen. Wir können auf Moonkin gehen, Leute. Wir können Eule sein. Nice. Ja. Also kurz mit mir durchgegangen, Leute. Wir sind jetzt wieder männlich unterwegs. Wir fliegen jetzt mal eben nach Ironforge. Lernen wieder die Skills nach oben. Und dann geht's zurück hier ins Sumpfland. Let's go. So, ich bin mal eben hier hingegangen, um zu gucken, wie teuer wirklich Reiten ist. So, Reiten an sich kostet 3 Gold 80. Das können wir sogar schon lernen. Jetzt ist wahrscheinlich das große Problem, dass ein Mount was teuer sein wird. Das kostet 9 Gold 50. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch gut sparen. Bis wir uns einen Mount leisten können. 9 Gold. Wir brauchen knapp 10 Gold für einen Mount. Das heißt, uns fehlen noch 9 Gold 70. Okay. Na dann wollen wir mal Geld verdienen gehen. Auf geht's. So, dann schauen wir mal, was hier für Quests auf uns warten. Auf jeden Fall ist da unten ein riesen Steinbruch. You got my attention. Die nehmen wir an und in der Höhle ist auch noch was. Wäre schön, wenn hier mehrere Quests auf einer Stelle wären, dann geht das schon mal vom Leveln, ja? Grüne Schultern ist eine sehr nice Belohnung. Okay, wir haben eine zurück in der Stadt. Und wir haben dann ein paar da unten Raptoren töten und anderen Kram. Jetzt die Frage, ob das hier was Dummes ist, was ich tue, oder ob wir hier ohne Probleme runter können. Ich denke, können wir ohne Probleme runter. Jo, das klappt gut. Ein bisschen Damage genommen. Perfekt. So, ihr kleine Raptörchen. Euch brauche ich noch gar nicht. Theoretisch müsste ich vor die City, glaube ich. Vor den Steinbruch, nicht vor die City. Wir können aber auch eben erst die Fragmente suchen. Weil wir haben ja auch die Chance, bei jedem Gegner, den wir töten, Loot zu kriegen. Hier unten? Hier irgendwo? Jetzt müsste ich genau draufstehen. Oder natürlich... Gibt's hier noch was Unterirdisches? Oh. Blaue Hosen. Die werden wir uns gleich direkt mal ansehen. Was haben wir denn da? Lederhosen mit Agi und Stamina. Schade. Schade, schade. Können wir leider nicht gebrauchen. Okay, das sind so Kisten, die wir looten können. Na dann müssen wir die Kisten finden. Aber wo sind hier noch mehr Kisten? Oh, Black Velvet Robes.
Stamina, Intellekt. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Haben wir hier oben noch irgendein Relikt oder so? Da ist wieder ein Level 45er Iron Man getötet worden. Hier ist noch eine Vase. Und da ist das letzte Fragment. Nice. Okay, und dann gehen wir die Raptoren töten. So, da sind die letzten drei blauen. Dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Und dann denke ich, muss ich noch die großen Raptoren in dem Ding töten, also in dieser Ausgrabungsstätte, und dann den Named da oben. So hoffe ich zumindest. Okay, gehen wir zurück, geben die Quest ab. So, und da sind wir schon. Jetzt können wir die Quest abgeben. Hier gab es ja dann auch grüne Schultern, was auch ziemlich nice ist. So, Quest beenden. Danke. Nächste Quest annehmen. Das sind dann die nächsten Raptoren, die wir töten müssen. Die sind unten in dem Ausgrabungsding. Und hier kriegen wir Int-Spirit-Schultern. Ziemlich gut. Ziemlich gut. An damit. Perfekt. Und dann runter wieder in die Ausgrabungsstätte und Raptoren töten. So, wir können auch mal fix noch hier Lunar Guidance einen Punkt reinwerfen. Und dann haben wir das auch auf dem nächsten Level voll durchgeskillt. Muss ich euch töten? Ja, muss ich. So, Damage ist auch ziemlich gut. Okay, klatschen wir alles, was in dem Canyon hier ist, weg. Habe ich hier noch mit dem Mana? Ich denke. Okay, und dann können wir die Quest abgeben. Perfekt. So, ein Punkt noch in Lunar Guidance rein. Perfekt. Und Fähigkeiten können wir erst hier Mage Armor lernen. Du störst mich beim Fähigkeiten angucken. Jetzt richtig einen aufs Maul, Junge. 34. 32 sind wir. Zwei Level noch, dann können wir uns nochmal neue Fähigkeiten anlachen. Aber im Moment läuft es eigentlich ganz gut mit den Fähigkeiten, die wir haben. Crowd Control wäre halt noch nice. Vielleicht ein Kick, irgendwie sowas. Müssen wir mal schauen. What's on your mind? Be good. Okay. Die Sache ist, die Quests, die sind hier jetzt auch schon langsam grün. Das heißt, so viel können wir hier im Sumpfland auch nicht mehr machen. Wir müssen schon fast nach Arati. Ich glaube, das Risiko gehen wir gleich auch ein. Wir werden gleich nach Arati gehen. Von hier aus. Noch die Quests auf dem Weg machen und dann nach Arati gehen. Ganz schön viel Müll dabei, aber diese Musketen, die man tausendfach gefunden hat, geben alle 18 Silber. Das heißt, wir kommen unserem Mount auf jeden Fall näher. Okay. Was ist am wertvollsten? Der Zauberstab. Gut, dann haben wir es hier. Dann haben wir hier noch Dragonmaw Warbanners holen. Dann hier sieht das Back. Dann können wir nach oben und dann gehen wir nach Rati Hochland und holen uns den Flugpunkt und geben dann die ganzen Quests wieder in Menethil Harbor ab
und hoffen dann, dass wir locker 34 sind, also das auf jeden Fall. Vielleicht sogar 35, 36 und dann haben wir gut was geschafft im Sumpfland. Ohne eigentlich groß Gefahr zu laufen, zu sterben. Aber gut. Ich glaube tatsächlich, dass wir unseren Imp nicht mehr brauchen. Ich glaube, wir skillen aus dem Imp raus. Yep. Yep. Perfekt. Und können uns dann gleich mehr Sachen leisten. So, wir werden uns mal eben hier hinter diesen Hügel verziehen und dann mal ein paar Punkte verteilen. Ah, das ist gut. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Okay. Also wir kriegen da 100% mehr Crit-Bonus auf Moonfire und Starfall. Starfire. Das ist saugut. Wo war der denn hin? Auch immer er hin wollte. Da müssen wir noch ein bisschen auf Crit kommen vielleicht. Auch noch eine Idee. Aber erst mal eins nach dem anderen. Die droppen ganz gut, die Warbanner. So, damit haben wir auch alle Banner. Dann holen wir jetzt die Tasche von da oben und dann gehen wir jetzt Arati Hochland. Und wir haben super viel Trash dabei. Wir können gleich richtig schön Sachen verkaufen. Und dann mal schauen, wie viel Gold wir haben. Ist was unsichtbar gegangen? War was? Ich glaube, diese Schleicher da im Sumpf. Ja, direkt Paranoia. Dass irgendwo in einem Schurkenbild sich gerade dich als Ziel ausgesucht hat. Okay, die Tasche haben wir schnell gefunden. Das war nice. Und dann gehen wir nach Arati hoch. Let's go. So, meine Freunde. Oh ja, viel bessere Hände. Okay, wir sind in Sicherheit. Sehr gut. Uiuiui. Wir haben ja auch ein paar Quests, die wir nehmen können. See you around. Okay, und okay, da gibt es auch noch einen neuen Stab eventuell. Das ist aber unten in der Festung, das werden wir nicht schaffen alleine. Oder das Risiko will ich auf jeden Fall nicht eingehen. Was wir jetzt aber machen ist, wir fliegen zurück nach Menethil, nachdem wir aber hier erstmal unseren Ruhestein hinterlassen haben. Oder gibt es hier keinen Ruhestein, Mann? Da bin ich, hier gibt es keinen Ruhestein, man. Schade. Naja, gut. Dann werden wir eben nach Menethil reisen, Quests abgeben, Ironforge, Skills lernen, gucken, ob wir reiten lernen können. Let's go. So, Quests abgeben. Weiß gar nicht, ob man hier noch irgendwas Cooles bekommen hat. Ja. Ida's Bag. Oh, da kriegen wir eine Tasche. Das ist natürlich ziemlich nice. Was haben wir denn für Taschen? 8, 8, 8, 8. Okay. Da müssen wir erstmal verkaufen und hier frei machen alles. Es reicht leider immer noch nicht. Reicht leider immer noch nicht für einen Mount. Ein bisschen müssen wir noch ohne
aushalten. So, hier die Questen abgeben. Nein, das müssen wir nicht mehr machen. Und wir sind Level 34. Das ist schon mal sehr nice. Und das bedeutet im Umkehrschluss für uns, wir können einiges an Fähigkeiten uns besorgen. Und zwar beim Mage holen wir uns die Mage Armor. Dann holen wir uns beim Paladin eigentlich schon Divine Shield. Ja, wir holen uns Divine Shield. Das ist zu strong einfach. Und wir könnten uns noch Presence of Mind holen. Was auch ziemlich stark ist. Da können wir dann einmal einen Instant Cast rausholen. Alle anderthalb Minuten. Das ist auch schon ziemlich stark eigentlich. Ja, holen wir uns. Das könnte in PvP-Situationen ziemlich nice sein, wenn wir da einfach so einen Instant Starfire rausklatschen. So, Mage Armor. Dann haben wir Presence of Mind. Und wir haben Divine Shield. So, dann eben Skills lernen. Ist übrigens aufgefallen, Presence of Might bringt uns noch was mit Mage Spells, ist aber nicht schlimm. Weil da werden auf jeden Fall noch Mage Spells kommen, die wir auch nutzen werden. Wie zum Beispiel Arcane Blast. Und das können wir dann instant raushauen, das ist ziemlich nice. Aber Arcane Blast gibt es erst wann? Auf Level 64. Das heißt, das können wir gar nicht benutzen. Ha! Shit, was haben wir denn dann für einen Instant? Haben wir irgendeinen Instant, den wir nutzen können? Oh no. Ich glaube, wir haben Missgeburt, Leute. Dann unlearnen wir das erstmal wieder. Ist ja kein Ding. Ist ja okay. Naja, gut. Wollen wir es erstmal wieder unlearnen. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, aber noch ein paar Punkte über. Und dann porte ich mich zurück nach Menethil und renne nach Arati. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im Arati-Hochland. Bis dahin und ciao.